Also ich hätte ihn gern wieder zurückgeschickt nach Nordamerika, wo er eigentlich hergekommen ist. Ja, diese Frau hat Besuch, den sie wieder loswerden will. Besuch, der erstmal sympathisch aussah, am Ende sich aber ziemlich eklig aufgeführt hat. Es geht um Waschbären. Was tun, wenn die sich bei einem Zuhause festgesetzt haben? Darum geht's heute bei den Ratgebern. Willkommen, liebe Zuschauer. Wir werden aber auch nützliche Tiere hier in der Sendung haben, nämlich Assistenzhunde. Und ich werde später selber noch zum Assistenten, nämlich von Fernsehkoch Mirko Reh, der was Besonderes kocht mit Rhabarber. Aber jetzt erstmal zu den Problembären in Hessen. Eigentlich sieht er ja ganz possierlich aus. Doch als Mitbewohner taugt ein Waschbär nicht. Das merkt Ingrid Nickel gerade am eigenen Leib. Seit März wohnt eine ganze Waschbärfamilie in ihrem Haus in Wächtersbach. Mit Folgen. Der Waschbär geht mir sehr auf die Nerven. Weil wir insgesamt schon ziemlich beeinträchtigt sind in unserem Leben. Also das heißt, die nächtliche Ruhestörung, das Fauchen, Fieben und der Krach, den die machen und dann vielleicht auch noch hier irgendwo rumklettern. Also das ist schon sehr, sehr lästig. Die Waschbärfamilie hat sich auf dem Dachboden von Familie Nickel eingenistet. Was man hört und sieht, Urinspuren an der Decke und Waschbärkot auf dem Dachboden. Kein schöner Anblick. Man ekelt sich, dass wir einen Bewohner oder Bewohner, mehrere ja im Haus haben, die ja eigentlich gar nicht hingehören. Dann der ganze Nachtschlaf wird gestört. Um die Waschbären loszuwerden, lässt Frau Nickel eine Lebendfalle in ihrem Garten aufstellen. Für das Aufstellen der Falle braucht man aber eine spezielle Genehmigung und einen Jäger. Und damit nicht die Nachbarskatze in die Falle tappt, dient sicherheitshalber Schokolade als Köder. Joachim Krewald hat sich bereits eine solche Falle im eigenen Garten aufstellen lassen. Und erneut ist ein Waschbär hineingetappt. Jawohl, ist wieder ein Waschbär drin. Also wir haben ja auch Enkelkinder im Garten. Und wir haben da schon Angst vor, dass die sich am kontaminierten Kot eine Krankheit zuziehen könnten. Weil die Tiere zum Teil wirklich nicht gesund aussehen. Gefangene Waschbären müssen noch am Fangort erlegt werden. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Einige der erlegten Exemplare werden anschließend im Biologikum der Uni Frankfurt untersucht. Ziel ist es, herauszufinden, inwieweit der Waschbär ein Infektionsrisiko für den Menschen darstellt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Waschbärspulwurm. Dieser nistet sich im Darm des Waschbären ein. Wir wollen schon herausfinden, ob dieser potenziell humanpathogene Parasit, er ist also durchaus in der Lage, bei Menschen auch anzugehen, herauszufinden, wo kommt er vor, was für eine Gefahr besteht überhaupt für uns, ist eine Gefahr da. Das müssen wir erstmal fundiert mit wissenschaftlichen Daten belegen. Und da proben wir und untersuchen jetzt unterschiedliche Gebiete und schauen uns an, was für eine Auswirkung der haben könnte. Dem Waschbären sieht man einen Spulwurmbefall oftmals gar nicht an. Doch es wurden schon bis zu 200 Stück in einem Exemplar gefunden. Und diese Parasiten können auch für Menschen gefährlich werden. Ja, das Interessante ist, dass dieser Spulwurm uns nicht als Entwirt sieht, den Menschen, sondern, sag ich mal so, als ein Fehlwirt. Und die Larven, die aus den Eiern schlüpfen, sind in der Lage, im Körper umherzuwandern. So was nennt man Larvamigrans. Und die können unterschiedliche Organe befallen. Und das kann natürlich zu schwerwiegenden Folgen führen. 95-98% der untersuchten Waschbären aus Hessen tragen den Spulwurm in sich. Doch wie hoch ist das Ansteckungsrisiko? Das Ansteckungsrisiko verursacht durch diesen Waschbärspulwurm können wir hier bei uns in Hessen, in Deutschland noch gar nicht richtig einschätzen, weil fundierte wissenschaftliche Daten fehlen. Wir wissen aber aus dem Ursprungsgebiet, zum Beispiel den Vereinigten Staaten, dass dort der Waschbärspulwurm schon eine Rolle spielt und dort auch von der Gesundheitsbehörde als Zoonose, also vom Tier auf den Menschen übertragene Erkrankung, geführt wird. Also das ist bekannt. Aber unsere Auswirkungen hier in Hessen, in Deutschland können wir noch nicht abschätzen, weil wir die Daten noch nicht vorliegen haben. Und das wird gerade erforscht. Die Tiere jedenfalls fühlen sich hier äußerst wohl, vermehren sich rasant. Auch Ingrid Nickel hat genug. Also, nee, goldig süß ist das nicht mehr. Und ich kann keinen verstehen, die noch den Waschbären was zum Futtern hinstellen. Ja, nachvollziehbar. Und wer von Waschbären betroffen ist,
der holt am Ende eben Profis ran und die stellen dann solche Fallen hier auf, wie wir sie hier sehen. Ein bisschen anders als die im Beitrag und Axel Seidemann hat die uns mitgebracht. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, hallo. Sie sind professioneller Jäger. Ich persönlich hätte schon Angst vor Ihnen, wenn Sie einfach als Statur auftauchen, wenn ich ein Waschbär wäre. Aber Sie haben eben auch diese Fallen. Wie funktioniert die dann genau? Genau, also ich habe meine Kofferfalle mitgebracht, die fängt lebend unversehrt, ist ein bisschen einladender als so eine kleine Holzkiste, wie wir sie gesehen haben. Kommt man leichter rein als Waschbär. Ja, es ist einladend, man kann auf der anderen Seite wieder rausflüchten. In der Mitte ist das Holzbrett, da kommt hinten der Köder drauf, man nimmt ein Ei, Schokolade, es gibt extra eine Lockpaste, die total riecht. Da will der Waschbär unbedingt wissen, was es ist, geht hin, tritt auf das Brett und löst damit die Falle aus. Tun wir mal so, als wäre der Waschbrett, der Bär mit dem Waschbrett, der Waschbär genau. Jetzt da und dann macht er das. Also ich löse jetzt quasi alibimäßig statt dem Waschbär hier aus. Das Brett geht runter, das Metall schlägt nach oben, Achtung. So, der Waschbär sitzt drin, lebend unversehrt. Vorne können wir sehen, wir haben ein Meldesystem, was jetzt den Magneten abgezogen bekommen hat. Und in ein paar Sekunden pinkt es in meiner Hosentasche, kriege ich sofort einen Alarm. Das heißt, der Waschbär oder auch was anderes, was drin sitzt, sitzt relativ kurz nur in der Falle, weil ich sofort Bescheid bekomme, Falle ist zu. Okay, also das ist Ihre, irgendwann klingelt jetzt gleich noch Ihr Handy. Sekunden wir können mal rüber zum pingen, Tisch gehen. Ne? Dann bekommen Sie diese SMS, gehen dann in den Garten, wo die Falle stand und machen dann was mit dem Waschbär? Also man kann erstmal hinten schauen, was überhaupt drin sitzt. Wenn es ein Eichhörnchen ist, kann es wieder laufen oder Nachbars Katze darf wieder nach Hause. Kann man auch selber machen, wenn man so eine Falle dann hat. Genau, wenn ich jetzt weiter weg bin oder so, macht es dann ein Hausmeister oder der Hauseigentümer natürlich klar. Ansonsten gibt es auf der Seite extra eine Klappe. Da kommt eine Abfangkiste davor, eine kleinere Holzkiste oder eine Drahtkiste. Ah, eben haben wir es gehört, jetzt kommt gerade SMS also es dauert nur so eine halbe vom Fallmelder. Genau. Ja, ja. Und den Waschbär, den würde man dann rauslassen aus dieser seitlichen Klappe und würde ihn in einer sogenannten Fangschusskiste mitnehmen. Falls man darf, natürlich vor Ort schießen. Ansonsten muss man ihn wohin transportieren, wo man rechtlich schießen darf, wird dann erschossen. Da geht auch kein Weg dran vorbei, wenn man sie dann mal engagiert hat. Sie dürfen den nicht irgendwo anders wieder aussetzen. Also es gibt die hessische Jagdverordnung, wo dann genau drin steht, das Wild, was mit der Falle gefangen ist, zu erschießen ist. Plus der Waschbär ist eine invasive Art nach der EU-Liste, der gehört nicht hierhin, der macht hier Schäden. Also ihn wieder auslassen ist auch das dementsprechend verboten. Wenn ich jetzt den Waschbär von meinem Grundstück vertreiben will, ohne Sie zu rufen, Sie kosten ja auch Geld, ohne den Waschbär töten zu lassen, was kann ich noch selber machen? Ich habe mal gehört, Musik hören ging. Ja, da müsste schon krasse Musik sein. Also die erhalten, wenn es Ihnen da gefällt, wenn es trocken warm ist, dann halten die ziemlich viel aus. Es muss Auer machen mit Elektrozaun, wenn man da dran langt und dann kriegt man eine Gewicht. Also das ist tatsächlich ein Tipp. Man sollte einen Elektrozaun um sein Haus bauen in der Waschbärplagenregion. Zum Beispiel, genau, das hilft. Oder okay. Man macht eben was, dass man kein Futter anbietet. Wenn man Fallobst hat, das Fallobst wegräumen, schauen, dass die Mülltonne immer zu ist, keinen gelben Sack hinstellen, wo er sich dann frei bedienen könnte. Da können wir uns jetzt mal ein paar Bilder anschauen von so einer Mülltonne. Und da sehen wir, was ein Waschbär macht, wenn die nämlich offen ist, langt da rein. Der hat ja im Grunde Pfoten, fast wie wir Menschen und kann dazu noch viel besser klettern als wir. Also was kann ich noch mit meinem Müll machen, damit sich der Waschbär eben daran nicht ernährt? Ja, dass man eine feste Tonne macht mit einem verschließbaren Deckel. Der Waschbär hat ja Hände fast wie wir, der kommt also relativ geschickt wo dran. Aber wenn es eben ein Schloss hat, was dann einrastet zum Beispiel, das schafft er dann nicht. Dann lässt er unseren Müll in Ruhe und findet auch nichts, was er attraktiv findet. Also auch gelben Sack ist nicht so gut, wenn da Waschbären irgendwie sind. Wie ist es denn, wenn ich jetzt, wie die Menschen, die wir im Beitrag eben gesehen haben, tatsächlich, Sie kriegen schon wieder eine SMS. Das ist die Wiederholung. Ah, okay, Sie werden immer erinnert, dass da noch einer drin ist. Ist ja ganz gut, damit Sie es nicht vergessen und der da nicht zu lange im Dunkeln sein muss, der Waschbär. Wenn ich jetzt, wie die Menschen im Beitrag, eben die Waschbären auf dem Dach habe, im Dachgeschoss, was habe ich da falsch gemacht? Ja, der kommt halt überall hoch, der kann am Blitzschutz hochklettern, an der Regenrinne. Der ist unheimlich geschickt, der hat die ganze Nacht Zeit, der findet immer irgendwas und der wohnt natürlich auch gerne trocken und warm. Dann haben die Menschen so schöne Isolierung im Dach, da kann er Nester bauen, die Ziegeln halten den Regen ab, findet er toll. Also man muss vorbeugen, quasi alle Löcher zumachen, die es irgendwo gibt. Es gibt Möglichkeiten mit Plexiglas, wie so Teller an den Regenrinnen, dass er nicht rumgreifen kann, dass er nicht hochklettern kann. Oder auch an der Wand, alles was glatt ist, wo er sich nicht festhalten kann. Also es ist wirklich wichtig, da alles, was man tun kann, sozusagen abzuriegeln. Wie ist es mit dem Schornstein? Kann der theoretisch über den Schornstein irgendwie rein? Der muss ja aufs Haus irgendwie kommen. Also wenn da hohe Bäume sind mit Zweigen aufs Dach, klettert er einfach am Baum hoch und hüpft dann rüber. Mhm.
Ja, also im Schornstein ist uninteressant, da ist ja nur Rauch und Asche. Aber klar, wenn mal einer reinfällt, Jungwaschbär, wäre nicht der Erste, der dann unten irgendwo im Ofen kratzt und jammert. Noch einen Aspekt müssen wir ansprechen, Tierschutz. Tierschützer sagen, das ist brutal, was sie machen. Und es würde auch gar nichts da wirklich helfen, die Waschbärpopulation zu dezimieren, wenn man ein paar von denen jagt. Ja, also einmal, Wildtiere finden alle toll, bis sie davon betroffen sind. Und die dann 30.000 Euro Schaden im Dach haben oder wenn es dann runtertropft schon der Urin, denen ist völlig egal, was mit dem Waschbär passiert, der muss dann weg. Und dann ist natürlich besser, man macht es ordentlich mit einer Falle, lebend unversehrt. Es gab einen Versuch mit Steinmardern, da hat man den gefüttert, hat den die Falle gefangen, hat sie markiert, wieder laufen lassen. Und ein Marder ist 17 Mal in derselben Kofferfalle gefangen worden. Also Beweis, der Stress kann nicht so schlimm sein. Das Futter war interessanter, er ist jeden Tag wiedergekommen. Also zumindest der Prozess, bevor er erschossen wird, genau, ist nicht qualvoll. Er weiß ja auch nicht, was auf ihn zukommt. Die Falle ist innen komplett glatt, ja, und dunkel. Da gibt es also keine Sachen, die wackeln. Es gibt keine Befreiungsversuche. Er sitzt einfach drin, okay, und guckt, was passiert. Da nichts passiert, hält er Ruhe. Je nachdem, bis morgens oder bis halt eben jemand kommt und den Deckel aufmacht. Vielen Dank Ihnen für die Tipps gegen Marder. Das war die Sicht eines Jägers. Danke nochmal. Bitte gerne.